Okay, verzage nicht, du warst mein Klein, aber vielleicht finden im Laufe der Zeit noch einige hierher. Ich möchte zunächst die Teilnehmer in diesem Gespräch vorstellen, in alphabetischer Reihenfolge. Eleonore Bühning, Journalistin, ich nehme an, allgemein bekannte Journalistin, zunächst in der Taz, bei der Zeit, bei der Sonntagszeitung der FAZ und jetzt ist sie seit diesem Jahr Leiterin des Musikfeldes in der FAZ. Das ist die Zeitung, mit der wir kommen. Das mit dem Leiten ist auch so eine Sache, dass es ja nichts mehr zu leiten gab. Was vielleicht auch einer der Gegenstände dieser Unterhaltung sein wird. Ich selber unterrichte Musikgeschichte an der Musikuniversität. Barbara Lüdeburg ist Violinistin und Performerin, hat sich auch mit der Figur des Performers der neuen Musik theoretisch auseinandergesetzt. Das nähere können Sie im Programmheft nachlesen. Jörg Manka ist Komponist und Musiktheoretiker, inspektive Versieht klassischerweise für einen modernen Komponisten eine Stelle für Musiktheorie in Leipzig. Ich bitte generell um Entschuldigung für alles, was ich hier sage. Anna Schauberger. Er hat sich ja gestern schon vorgestellt als Sängerin und Produzentin. Die Kategorie des Produzenten finde ich auch für unsere Zusammenarbeit interessant. Schließlich Dr. Schmidt ist Professorin für historische Musikwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin. Ist Spezialistin für Zimmermann und Carter und hat sich auch interessiert für die Beziehungen zwischen europäischer und amerikanischer Avantgarde. So viel zu den Personen. Was schließlich nicht mit auf dem Podium sitzt, ist ein Musikpädagoge. Eine Musikpädagoge, aber den. Doch? Okay, wunderbar. Dann brauche ich nicht weiter. Diskursformen, als ich mit Herrn Seyer geredet habe, dachte ich, es sollte möglich sein, sich darüber zu unterhalten, wie man heutzutage und wo über neue Musik redet. Was sich natürlich nach den verschiedenen Sparten unterscheiden dürfte. Im Programmheft wird vor allem abgehoben auf das Verhältnis zwischen öffentlich und privat. Das hat natürlich auch zu tun mit einem anderen Thema des Symposiums, nämlich der Rezeption, also Dinge, die massenhaft vertrieben werden, also doch es zu einer gewissen Öffentlichkeit bringen, dann aber privat genutzt werden. Aber was hat es mit dieser privaten Nutzung eigentlich auf sich? Wenn man einen Begriff wie Internetforum sich überlegt, dann steckt ja auch der Anspruch des Öffentlichen in diesen Privatunterhaltungen drin. Und wie sich da öffentlich und privat verhält, das sollte uns ebenfalls beschäftigen. Aber nur beispielsweise. Sind das dieselben Diskurse, wenn sie einerseits im Feuilleton über Pop stattfinden, also zum Teil ziemlich elaboriert, und andererseits sich beim Fan auf Interjektionen reduzieren? Könnte ja sein. Also diesen Zusammenhang mal herzustellen, schien mir. Aber wenn in Produktion und Reproduktion und Management und Wissenschaft und Journalismus und Pädagogik und so weiter
unterschiedlich über neue Musik geredet wird, womit hat das eigentlich zu tun? Sind das nur die verschiedenen Zwecke und die verschiedenen Interessen? Oder hat das auch mit ganz grundsätzlich verschiedenen Fragestellungen zu tun? Unterscheidet sich eigentlich die Rede über neue Musik im Klassiksektor von neuer Musik oder im Pop? Woran liegt es, dass auf dem Feld der neuen Musik Wissenschaft und Journalismus fast ineinander übergehen? Und wenn das so ist, was würde es bedeuten? Also, bei Journalisten nimmt man ja an, dass sie viel herumkommen und viele Informationen aus erster Hand beziehen. Und tatsächlich, wenn man die wissenschaftlichen Veröffentlichungen über neue Musik studiert, findet man als Referenzen oft und manchmal in erster Linie journalistische Arbeiten. Ist das überhaupt eine Unterscheidung, die sinnvoll aufrecht zu halten ist? Also was wäre die journalistische Rede über neue Musik, was wäre die wissenschaftliche Rede über neue Musik? Haben die Musikdiskurse den Anschluss an die allgemeinen intellektuellen Diskurse verloren? Also wenn man die Feuilletons durchschaut, hat man den Eindruck, dass das für die Musik fast generell gilt, verglichen etwa mit Film oder Literatur oder auch Pop. Und die nächste Frage ist, das ein Diskurs über Musik? Und unterscheidet sich dann, was noch übrig bleibt sozusagen für die neue Musik nochmals von dem, was über eine Opernberichterstattung und so weiter stattfindet. Ist das, also dass man den Eindruck hat, dass die Musik etwas den Anschluss verloren hat und das, was allgemein kulturell diskutiert wird, in den anderen Künsten genauso. Denn es ist ja klar, also wenn jetzt so vielfach auf Kulturgeschichte zum Beispiel Wert gelegt wird und das vielleicht von einigen auch so verstanden wird, dass sie damit den Anschluss finden an die allgemeineren Debatten, ist das schon der Anschluss an die allgemeineren Debatten oder ist das nur eine kleine Erweiterung des Interessenkreises und am Ende bleibt man bei dem, was man bisher schon getan und besprochen hat. Also das so als allgemeine Einleitung und Aufzählung von ein paar Aspekten, die mich persönlich in dem Zusammenhang interessieren würden. Wo fangen wir an? Gibt es zu einer dieser Fragen zunächst zu Statements? Ich versuche das mal ohne Mikrofon. Wenn das einmal zu leise ist, dann sagen wir das. Ich glaube, wir sind nicht relativ ein überschaubarer Kreis. Also als ich das Thema gehört habe, angefangen habe darüber nachzudenken, war für mich erstmal die Trennung in den öffentlichen und den privaten Diskurs sofort kompatibel mit meiner Erfahrung. Als Populist, ich mache ja an der Hans-Eisler-Hochschule auch als Theoretiker die Seminare, die Analyseseminare für die Komponisten, das heißt alle, die dort Komposition studieren, sind eigentlich auch während des ganzen Studiums bei mir und das war auch von Anfang an ein Aspekt dieser Stelle, auch von den Kompositionslehrern so gedacht, dass diese Stelle den Diskurs unter den Komponisten befördern soll. Und das mache ich jetzt seit vielen Jahren mit wechselndem Erfolg natürlich. Es gibt Generationen, die sind da sehr aufgeschlossen und sehr eloquent und dann gibt es mal wieder Zeiten, da sind Studenten dabei, die sind mehr zurückgezogen, also das wechselt immer. Deswegen, wir haben gerade mit vorher auch darüber gesprochen, würde ich das eigentlich fast ganz gerne noch um einen Begriff ergänzen, privat und öffentlich, nämlich um den Begriff halböffentlich. So jetzt mal als improvisierten Begriff. Privater Diskurs über neue Musik. Ich fange jetzt mal bei der neuen Musik an, also die Interaktion mit der Popmusik. Ich fange mal bei beiden Fällen an vielleicht. Der private Diskurs über neue Musik,
das kann ich als Populist sagen, funktioniert wunderbar. Er ist herrlich mit verschiedenen Kollegen, mit Wissenschaftlern und vor allem auch natürlich, was ganz wichtig ist, mit Instrumentalisten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da hat man es dann tatsächlich vom Tun ausgeht, dieser globale Diskurs. Wie kann man diese Sache spielen, was kann man auf dem Instrument machen? Das funktioniert eben sehr gut. Ich habe auch gerade erzählt, wenn man die Kollegen trifft, ob das nun die Jüngeren sind oder auch die älteren Herrschaften, wie Helmut Lachenmann bei seiner Oper in Berlin, dann sitzt man plötzlich unvermutet 3 Stunden zusammen und redet über alles. Das funktioniert bilateral eigentlich wunderbar, kann ich sagen, auf allen Ebenen. Es gibt einige Komponistenkollegen, mit denen liegt man in einem Dauerstreit. Auch das gehört dazu. Ich nenne keine Namen, aber es gibt solche. Aber auch das gehört zu so einem Diskurs dazu. Da kommt man sich nicht wirklich näher. Und da kann man, wenn man das jetzt vertieft, vielleicht nochmal darauf eingehen, auch da, selbst im privaten Diskurs, gibt es eine Art von Sprachspiel, könnte man fast sagen. Auch da, das scheint für mich ein ganz wesentlicher Aspekt zu sein, was sind eigentlich die Voraussetzungen? Und sagen wir, die Idee, dass Sprachspiele nur bis zu einem gewissen Grad kompatibel sind, es gibt tatsächlich Positionen, die kaum kompatibel sind. Aber meistens ist es eine große Schnittmenge. Das wäre der private Diskurs, der, wie gesagt, problemlos, seit ich mich damit beschäftige, wunderbar funktioniert. Der als öffentliche Diskurs, wie ich das jetzt genannt habe, damit meine ich eben so etwas zum Beispiel in der Studentengruppe. Oder wir haben mit Jörg Schmidt zusammen ein Seminar gemacht, das waren, glaube ich, Schulmusiker und von meiner Seite aus die Komponisten. Da wurde das ein bisschen geöffnet. Ich habe mit der Simone Marmolz mal ein Adorno-Seminar gemacht, da waren das Philosophen und Komponisten, die aufeinander getroffen sind. Da wird das dann schon ein bisschen schwieriger. Das begann so das Seminar, dass tatsächlich in dem großen Hörsaal auf der einen Seite die Philosophen saßen, auf der anderen die Komponisten. Das war richtig erstmal feinbürgerlich getrennt und dann ging das immer so hin und her. Bei uns hat sich das, glaube ich, ganz gut dann auch schnell vermischt. Aber selbst. Das wäre auch passiert, wenn wir gemischte Gruppen gebildet haben. Das muss man immer unterstützen, absolut. Aber selbst auch in dem Zirkel, den ich normalerweise habe, zu dem wir auch immer von außen Leute von Humboldt-Uni dazukommen, auch Regisseure von uns, ist die Situation schon wieder ein bisschen anders. In dem Moment, wo Kompositionsstudenten, sagen wir mal so, in einer Gruppe über ihre Sachen sprechen sollen, dann merkt man schon, da werden schon Positionen eingenommen, das ist aber noch ganz gut überbrückbar. Lass ich mal so stehen. Und die dritte Ebene, eben der öffentliche Diskurs, da würde ich jetzt einfach mal als Einstieg noch einige Gedanken dazu sagen, die mir wichtig sind. Es ist zunächst mal, davon muss man ausgehen, das fängt auch in der Vorrede an, diese ganze neue Musik ist ein sehr geschlossener Zirkel, das ist für mich eine wichtige Voraussetzung, ist ein kleiner, überschaubarer Zirkel. Es ist ein System, in dem es relativ wenig, ich weiß, in Deutschland auch noch ganz gut, aber trotzdem relativ wenig zu verteilen gibt und in dem natürlich auch in diesem System ein gewisser Druck dadurch herrscht, dass es wenig zu verteilen gibt. Und es gibt daraus resultiert, je nachdem in welcher Position man in diesem System ist, eine Menge unterschiedlicher Interessen. Das halte ich für extrem wichtig, um das erstmal zu wissen, wenn dann man über den Diskurs redet, was da für Interessen dahinterstehen. Um das aber grundsätzlich schon mal zu sagen, Johannes Greifler hat es ja vor 2 Tagen gesagt, jeder kann komponieren, was er will, aber wenn es dann um Geld geht, dann beginnt eigentlich der Diskurs, ich sage das mal so ein bisschen verkürzt. Da ist natürlich was Wahres dabei, deswegen führe ich diesen Punkt jetzt auch an. Es ist die Frage, was gibt es zu verteilen? Und sehr viele Diskurse in diesem, sagen wir mal, öffentlichen Bereich, die laufen natürlich auch darüber ab, was für Interessen dahinter stehen. Ich sage jetzt nur ein paar Schlagworte. Natürlich gibt es einmal die Komponisten. Das sind aus meiner Sicht trotzdem noch die, und deswegen habe ich ja damals auch für gesprochen, da, glaube ich, funktioniert wirklich auch der inhaltliche Dialog. Aber trotzdem müssen die Komponisten schauen, wenn man so eine Biografie selber durchgemacht hat und viele andere beobachtet hat, einen Marktwert zu erringen. Das ist auch für den Diskurs oft ein wichtiger Punkt. Wie positionieren sie sich? Und dann gibt es, ich sage mal einfach ein paar Begriffe, Veranstalter, die natürlich ganz andere Interessen haben, die brauchen Erfolg, die brauchen Publikum, haben auch inhaltliche Interessen. Da gibt es schon eine sehr komplizierte Melange
es gibt Ensembles, die in dem ganzen Diskurs eine große Rolle spielen, das wurde angesprochen. Bei denen spielt auch der Erfolg, dass sie Aufführungen haben, dass sie Komponisten auch spielen, die wiederum gehört werden wollen, eine Rolle. Aber es spielt da plötzlich auch noch was anderes eine Rolle. Ich habe es vorhin angesprochen, die Frage nämlich, gefällt dir die Musik? Ist die unspielbar? Es gibt Ensembles, die können natürlich alles spielen und trotzdem ist der Aspekt, wie so eine Partitur realisierbar ist, da glaube ich ein wichtiger Punkt und wie sie sich auch für die anfühlt, wenn das zu spielen ist. Es gibt Verlage, das wissen wir auch, die Verlagsstruktur ist ein Gemisch aus ästhetischer Position und natürlich auch Erfolg. Wiederum die Frage, wie wird etwas verteilt, Komponisten zu haben, die in anderen Bereichen erfolgreich sind, um den Verlag aufzunehmen. Es gibt den Bereich der Reflexion, der Musikwissenschaft, die, wir haben es gerade gehört, die Grenze zum Journalismus, wie auch immer man sie definiert, ich würde deswegen einfach Reflexion sagen. Es gibt ja da ein breites Gebiet und da denke ich mal, ist die Sinnfindung zunächst mal in diesem ganzen Angebot, was aktuell existiert, Sinn herauszuinterpretieren, für mich immer ein wesentlicher Aspekt, wenn man mit den Kollegen da redet, die Ästhetik, die Dinge zu ordnen. Und das lehnen Komponisten ja meistens ab, die sagen, da will ich gar nicht hingehören oder so, oder naja, gut. Und dann haben wir wieder geordnet, genau. Das kann man nicht mehr machen. Und natürlich am Ende, ich habe also die Kritik jetzt bei der Reflexion auch mit einbezogen, und am Ende nicht zu vergessen, das Publikum, wobei abschließend die Bemerkung dann auch zeigt, in diesem kleinen Zirkel das Publikum sehr häufig aus den genannten Untergruppen besteht. Und das eigentlich dazukommende Publikum doch immer sehr gering ist. So, und das wäre die Voraussetzung für das System. Das ist ein echtes Statement gewesen. Wie gibt es dazu zunächst? Ja, vielleicht würde ich ja gerne gleich einhaken. Also ich bin ja, jetzt im Augenblick verstehe ich mich gerade noch einen ersten Formel. Und ich habe 18 Jahre lang ein Ensemble geleitet, Ensemble Integral. Das war situiert in Hamburg. Gleichzeitig bin ich jetzt auch schon langweilig als Solistin unterwegs in der neuen Musikszene. Und ich würde gerne verschiedene Fragen stellen. Einmal würde ich gerne die Frage nach dem Ort stellen. Also wenn wir über Diskurs reden, dann ist die Frage, über welchen Diskurs reden wir überhaupt? Weil es gibt in der neuen Musik einfach so viele verschiedene Szenen und so viele Publikumsfelder und so viele Gruppen und Untergruppen. Und die einen haben mehr Publikum, die anderen haben weniger Publikum. Reden wir jetzt über die großen Festivals und reden wir darüber, was die Veranstalter dort gerne haben wollen und sehen wollen, ist das der Diskurs? Oder reden wir über ich habe zum Beispiel lange in Amsterdam gelebt und habe da gesehen, wie diese Improvisationsserie mit elektroakustischer Musik Krakra, wie das langsam herangewachsen wurde und das plötzlich zu einem internationalen Ereignis wurde. Und das war eigentlich was auf dem Diskurs von drei Leuten basiert hat, die gesagt haben, wir wollen einfach elektroakustische, improvisierte Musik in öffentlicher machen. Und die haben dann in einem besetzten Haus am Hafen in Amsterdam angefangen, eine Szene zu bilden, die eigentlich später international wurde und groß wurde und Ableger bekommen hat in verschiedenen anderen Städten. Was ist jetzt der Diskurs, mit dem wir überhaupt reden? Zum Beispiel als Ensemble in Hamburg waren wir total weit ab vom Schutz von dem, was die deutsche Szene eigentlich ist. Die deutsche Szene hat sich, als wir angefangen haben, hat sich verstanden als die deutsche Szene. Und Spanier und Lachmann und alle Ableger, die es davon gab. Ich sage das jetzt sehr, sehr pauschal. Und wir waren da oben die Nordvögel in Hamburg und wurden wenig beachtet, hatten aber dadurch auch den großen Vorteil, dass wir tun und lassen konnten, was wir wollten. Und wir haben dann zum Beispiel, ich war dann irgendwann schon in Amsterdam und dann habe ich einfach Amsterdamer Leute und Den Haager Leute und was weiß ich, was in Holland dort im Diskurs ist, die Leute habe ich rübergebracht nach Hamburg. Und dann irgendwann sind wir damit auch sogar in den Süden von Deutschland eingeladen worden und konnten diese seltsame, anhörbare, teilweise wirklich aufregende, aber doch so andere Musik machen. Und die Frage war, passt das da in den Diskurs oder passt das da nicht rein? Also ich denke, dass, und auch die Frage ob nach dem Ensemble, macht es dem Spaß zu spielen oder nicht zu spielen, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt die Frage ist, dass wir uns stellen sollten. Die Frage ist auch oft, was
was wollen die Veranstalter, was mögen wir gerne, was ist das für ein Publikum, den wir lieben, wo spielen wir, was ist das für ein Ort. Je nachdem, wenn ich irgendwo in einem Bunker spiele, in Berlin dann mal, oder wenn ich im Iran auf dem Festival spiele, auf dem Fajir Festival, auf dem Fajr Festival, das da jedes Jahr läuft und ganz, ganz groß ist. Das sind einfach verschiedene Szenen, verschiedene Diskurse und verschiedene Orte, nach denen wir alles informieren. Nicht immer unbedingt nach dem, was unser Lieblingsstück ist. Das stelle ich jetzt einfach mal so in die Hand. Ja, ich habe zweierlei. Eines anknüpfend an das, was Reinke gesagt hat, dass der Diskurs, der gebaute Diskurs, der eigentlich ist, dass das der erste erstmal ist, mit dem ich nun der am besten funktioniert. Ich will nur daran erinnern, dass das auch, wenn man historisch guckt, wo die Kritik oder der Diskurs über die Künste, über die Musik und über alle anderen Künste herkommt, dass der Aufklärung tatsächlich auch von Anfang an so war. Also bei Lessing zum Beispiel kommt die Musik ja gar nicht vor, der als einer der ersten im 18. Jahrhundert die Kriterien einer Kunstkritik im weitesten Sinne aufgestellt hat. Und die ersten Musikkritiker waren Komponisten. Das heißt, das war ein Diskurs, also dann Anfang des 19. Jahrhunderts. Das war ein Diskurs, der sozusagen innerhalb der Zunft noch stattfand. Und das geht bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Das Ende des 19. Jahrhunderts tauchen dann die ersten Musikkritiker auf, die sich öffentlich äußern über neue Werke, die aber selbst nicht mehr komponieren. Also das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Und eigentlich ist seither auch das Kritisieren von zeitgenössischer Musik in der Krise, würde ich sagen. Also zumindest empfindet sich die Musikkritik seither so, dass sie in der Krise sei. Das, von hier spiele ich jetzt mal, ich glaube, das ist auch ein kleiner Sprung zu der These, die Rainer Kapp vorhin eingangs in den Raum hineingestellt hat, nämlich dass der Journalismus, also das Schreiben über neue Musik in den Zeitungen und die Wissenschaft, der Diskurs in der Wissenschaft, ganz eng miteinander verzahnt sei. Das habe ich erst gar nicht verstanden. Erst als du vorhin sagtest, man findet so viel in den Fußnoten von wissenschaftlicher Literatur über neue Musik, findet man in den Fußnoten fairerweise auf Zeitungsartikel erstaunlicherweise. Ja, das stimmt wohl. Aber auch das muss man historisch sehen. Es betrifft die Jahre, die 60er, 70er, vielleicht auch die 80er Jahre. Und 90er. Nein. Wirklich noch. Also, weil im Grunde ist die neue Musik aus dem Zeitungsjournalismus gerade am Verschwinden. Es wird immer weniger. Und die Zeiten, wo meine Kollegen oder gewesenen Kollegen 200 Zeilen geschrieben haben über ein Festival und sich ausführlich mit einem neuen Stück Musik, meistens war es eine neue Oper, auseinandergesetzt haben, die sind eigentlich vorbei. Und obwohl es der Anspruch der Musikkritik ist, sich mit Neuem zu beschäftigen und eben nicht Werkkritik zu betreiben, nicht Interpretationskritik, das kulminiert dann in diesen krisenhaften Symposien, die stattgefunden haben in den 70er und 80ern über den Sinn oder Unsinn von Musikkritik. Und ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen. Also das Grazer Symposion, bei dem Grazer Symposion, aber ich kann es sinngemäß zusammenkriegen, gibt es dieses wunderbare utopische Zitat. Diesen Ausdruck von Hans-Klaus Metzger, dass eine Musikkritik immer Werkkritik sein müsse und auf Analyse des Werkes basieren müsse und dass in dem Text über die Musik nichts stehen dürfe, was nicht auch schon in der Manufaktur steht. So, diese Zeiten sind vorbei, wollte ich nur sagen. Das ist historisch. Und deswegen sind auch diese Diskursformen verschwunden.
Vielleicht darf ich kurz noch einhaken an der Stelle. Also es gibt natürlich das allgemeine Feuilleton, da ist das vollkommen klar, wo die Reise hingeht. Aber es gibt natürlich auch noch Fachzeitschriften und ja. Auch da sind Journalisten tätig. Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie auf die Festivals fahren können und Kontakt mit den Komponisten aufnehmen können. Also sie sind sozusagen direkt am Puls des Geschehens und können insofern als Quelle von den Wissenschaftlern genutzt werden. Also insofern hat man einen sozusagen pragmatischen Grund für diese enge Verzahnung. Nochmal zu der Frage öffentlich und nicht öffentlich. Also Diskursform, um das in Klammern zu sagen. Wir müssen aufpassen, es gibt natürlich diesen ganz verschwommenen allgemeinen Erdbürger, da ist jede Art von Unterhaltung und Diskurs. Und es gibt nach wie vor einen etwas anspruchsvolleren Begriff, da geht es darum, was wird eigentlich verhandelt in diesen Diskursen. Also vielleicht müssen wir das wenigstens im Kopf behalten, dass diese Unterscheidung gibt und dass wir immer auch uns klar machen müssen, wovon reden wir gerade. Ich finde interessant diesen Begriff der Halböffentlichkeit, den Sie eingeführt haben. Und zwar deswegen, weil offenbar die Komponisten untereinander die geringsten Probleme haben. Als Komponisten auf eine bestimmte Weise sind sie natürlich auch wieder öffentliche Personen. Also das, was sie vertreten, sozusagen, ist eine öffentliche Angelegenheit. Sollte es sein, war es bislang immer da. Sofort. Und selbst wenn sie dann mit Interpreten reden, ist es nochmal eine andere Unterscheidung, ein Fachdiskurs. Und zwischen professionell und nicht professionell gilt es natürlich dann nochmal weiter zu unterscheiden. Ja? Dazu kann ich ganz kurz dem Komponisten. Ich glaube, ist ja ein bisschen schwierig, aber kann man sich bei Kneipen anmerken. Ich glaube schon, ein Komponist komponiert, muss er vergessen, dass er eine öffentliche Person ist. Das geht gar nicht. Das ist etwas, natürlich, man lebt dann in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, in dem Moment, das ist ja eine schwierige Diskussion, aber in dem Moment, wo man sich mit der Musik beschäftigt, da, wenn man da an die Öffentlichkeit denkt, ist eigentlich schon vorbei, sage ich jetzt mal so zugespitzt. Das ist wirklich etwas, wenn es einem da nicht gelingt, und es ist oft die größte Anstrengung sozusagen, ja, die Tür zuzumachen, ob das ist das, was ich von meinem Lehrer gelernt habe, ist, ob das das ist, was gerade en vogue ist, ob das eben die Frage ist, wer wird auf dem Festival gespielt, ist die Frage des allgemeinen Zugangs in dem Augenblick, später auch hinkommen, ist allein die inhaltliche Frage, ist diese Musik, die ich mache, langweilig oder ist sie spannend? Und die muss jeder für sich selber und zwar ganz privat lösen. Da kriegt ihn dummerweise kein Mensch. Okay, das war nicht klar. Darf ich kurz reagieren auf das, was Sie gerade vorhin angesprochen haben, nämlich was Sie jetzt nochmal unterteilt haben, in so quasi die Komponistinnen und Komponisten, die so quasi fertig abgeschlossen im Studium, beziehungsweise in deiner jahrelangen Praxis, ist jetzt gar nicht verstanden. Nein, okay. Trotzdem würde ich da gerne einstecken und das als neuen Punkt anführen, wenn es erlaubt ist, weil ich seit 2009 Komposition studiere und seit 2008 war ich im Vorbereitungslehrmittel und seit einem Jahr noch zu Hause. Ja? Ich möchte darüber reden, dass der Diskurs unter den Komponistinnen und Komponisten während des ersten Studienabschnitts ganz anders ist, als Sie und jetzt. Das war dann der Halbdiskurs. Ja, der Halbdiskurs. Genau, eigentlich wollte ich sagen, der private Diskurs und die Kompositionsstudenten und Studenten sieht ganz, ganz anders aus, meiner Erfahrung nach. Ja? Nämlich, dass man sich zum Beispiel in der Kategorie trifft und nicht über die momentanen Werke, mit denen man arbeitet, spricht. Und dann will jeder vom anderen wissen, was machst du gerade. Ja? Aber keiner möchte über seine eigene Arbeit sprechen, weil wir können vielleicht mit jemand anderem entweder ein Leben nehmen oder sie es nicht gut befinden. Ja? Das ist irrsinnig anstrengend und das Interessante ist, dass die Art, über die eigene Arbeit zu reden, ja? Einen nicht extra beigebracht wird, auch auf der Uni, weil das ist nicht der Job der Uni, allerdings gibt es im
Vorbereitungslehrgang, ja, ein wöchentliches Treffen, wo dies 6 bis 8 Studenten aufeinandertreffen und gemeinsam Werke analysieren. Ja, und sobald man tatsächlich im Studium ist, passiert das nicht mehr. Da ist jeder eins zu eins mit dem Professor und Professorin. Und dann wird der Austausch plötzlich zur Konkurrenz. Also das ist jetzt das, was ich dazu sagen wollte. Und vielleicht gibt es dazu jetzt eine hat das damit zu tun, dass die Originalitätsdebatte der späten Aufklärung inzwischen fast schon absurde Formen angenommen hat, nämlich dass es hauptsächlich auf Alleinstellungsmerkmale bei einem Komponisten ankommt? Also was vertritt der allein und für sich? Bestimmt, ja, und natürlich kommt es auch darauf an, sagen wir so, jetzt auch darauf hinaus, dass man als studierende Person im ersten Abschnitt vor allem sich seiner Sache aufgrund der vielen Einflüsse auch noch nicht so sicher ist, möglicherweise mit einem Abschluss, wo man dann seinen eigenen Stil tatsächlich ausgearbeitet hat, stärker. Ja? Möglicherweise ist das eine andere Frage. Ja, aber das könnte doch sein, dass man sich die Sache erklären lässt, ja? Oder, ja, ja, oder sich dabei helfen lässt, es besser zu verstehen. Könnte aber passieren, nicht in der Studierenden. Ja, das ist meine Erfahrung. Das ist jetzt aber wirklich nicht spezifisch für den Diskurs von Musik, würde ich sagen, sondern das ist spezifisch, das ist bei jedem Fall in jeder Situation so, auch wenn Sie jetzt Modedesign studieren oder ob Sie Anglistik studieren oder so. Es ist in den Anfängen, es gibt immer einen Diskurs, der bis zu einem bestimmten Punkt geht und dann schlägt der dann eben ins, wer schreibt von wem ab oder in diese unangenehmen Konkurrenzdinge. Und das bleibt übrigens dann auch so. Darf ich nochmal auf diese Frage der Orte zurückkommen? Also klar, es gibt sozusagen geschlossene, es gibt offene Diskurse, es gibt geschlossene und offene Situationen. Aber kann es nicht sein, dass wenn es einen Diskurs über, sagen wir jetzt mal ganz allgemein, Musik ist, er sich in Dubai oder in Hamburg nicht wirklich grundsätzlich unterscheiden müsste. Ja. Also das ist dann natürlich alles eingefärbt durch Tradition, durch die Personen, die beteiligt sind, durch Situationen, die entstehen und so weiter und so fort. Aber es enthält doch immer den Anteil, dachte ich jedenfalls bisher, dass da so ein allgemeiner Begriff von Musik herumschwebt, wie genau einzugrenzen immer. Und der wird mit thematisiert. Ganz gleich, was Sie da jetzt diskutieren. Meiner Meinung nach nein. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt als Performerin und auch als künstlerische Leiterin von diesem Ensemble, gehe ich davon nach 2 Sachen. Ich finde, und das möchte ich hier einfach auch mal ganz deutlich in den Raum stellen, dass der Diskurs in der neuen Musik ganz stark auf dem Geld steht. Ganz, ganz stark. Dass zum Beispiel ein Land wie Holland, das jahrelang einen unglaublichen Diskurs in verschiedensten Formen von neuer Musik hatte, das jetzt beschneidet seit mehreren Jahren, weil der Kulturförderung dermaßen zurückgeschraubt, dass Ensembles sterben, dass Veranstalter sterben, dass sich niemand mehr traut, Dinge auszuprobieren, die vorher möglich waren und die sozusagen so eine Graswurzel neue Musik waren und die dazu geführt hatten, dass das dann auch durchwachsen konnte in die etablierteren Orte. Das ist das eine. Das andere ist, die Veranstalter, nicht nur die Veranstalter, das andere ist die Länder. Jedes Land hat sozusagen eine andere Politik oder hat einen anderen Diskurs in der neuen Musik. Holland ist anders als Deutschland, ist wieder anders als Österreich und ist wieder anders als England und ist ganz, ganz sicher anders als Iran. Im Iran, als wir in Iran gespielt haben auf diesem Festival, dann war das ganz stark ein politisches Ereignis. Viel, viel mehr als ein musikalischer Diskurs. Wir sind dort hingegangen und haben gedacht, okay, was für Leute treffen wir da, was ist das für ein Anlass? Wir dachten, die Iraner und die Iranerinnen sind wahrscheinlich mit moderner oder mit sehr avantgardistischer, was auch immer Avantgarde ist, aber mit sehr verrückter, sagen wir mal, neuer Musik aus Westeuropa weniger vertraut. Wie können wir ihnen ein Programm zusammenstellen, was überraschend ist, was sie auf, sagen wir, was Neues für sie möglicherweise darstellen, das sie aber unterhält?
Ich finde zum Beispiel nicht, dass neue Musik durchaus auch unterhalten sein wird. Das ist nochmal mein Beitrag zum Diskurs wahrscheinlich. Und wir haben dann Sachen gemacht, wir haben von Jetski die TV-Operas gemacht, wir haben auch Musik geschaffen und gehämmert auf Holz und irgendwelche Texte rezitiert. Wir haben auch von Cage Winning Room Music gemacht, diesen Text Once Upon a Time. Wie geht er nochmal? There was a world and you could go on it. Oder ich glaube, das ist der Text, genau. Was uns erstaunt hat, war danach, die Leute haben nicht darüber geredet, mein Gott, habe ich das so toll gespielt oder ist die Musik so toll oder so, sondern die kamen zu uns ins Hotel und haben diesen Satz zitiert. Und haben das als ein politisches Statement von uns aufgefasst. Das heißt, in dem Fall ging es gar nicht mehr so sehr um die neue Musik, sondern es ging darum, dass ein deutsches Ensemble war, das diese Musik mitgebracht hat und diesen Satz mitgebracht hat. Und dass da eine Frau auf der Bühne war, sich stark bewegt hat, obwohl vorher die Zensoren zu mir gekommen sind und gesagt, da machen sie das nicht, machen sie es nicht, sieht aus, als würden sie tanzen. Und das darf man nicht als Frau auf der Bühne. Dass ich als Frau auf der Bühne auch zitiert habe, obwohl eigentlich eine Frau zum Beispiel auch nicht singen darf. Das heißt, wir haben gegen alle möglichen Dinge verstoßen, aber immer so gerade so am Rand, dass niemand uns von der Bühne berührt hat. Aber was dann interessant war, war einfach durch die Umgebung und durch dieses andere Land und dieses andere, die andere politisch-kulturelle und soziokulturelle Situation, in die wir da gekommen sind, wurde das Konzert dramaturgisch vollkommen anders aufgefasst, als wir es eigentlich konzipiert hatten. Von daher würde ich sagen, es gibt es nicht dieses absolute Verständnis von Musik, das eigentlich im Prinzip in jedem Land gleich wäre oder in jedem Ort gleich wäre. Ja, das wäre auch nicht meine Vorstellung gewesen, sondern ich denke, dass, und zwar hier genauso, mit jedem Musikstück und mit jeder Unterhaltung über jedes Musikstück natürlich immer auch außermusikalische Dinge mit transportiert werden, mit diskutiert werden, wenn man diskutiert. Und der Anteil des Außermusikalischen dabei kann natürlich variieren von Situation zu Situation, ich denke. Und dass man dann unter Umständen in eine Situation gerät, in der die Musik fast, muss man sagen, Mittel zum Zweck ist oder der Vorwand sozusagen, unter dem man dann auch politische Statements loslassen kann, geschenkt sozusagen. Ne? Aber sobald Sie über Musik dann reden, ja, also nicht nur über diesen Satz von Cage, sondern über die Musik, die unter Umständen dann noch mit im Spiel ist, sind Sie gewissermaßen gezwungen, mit zu thematisieren, obwohl es ist gar nicht mehr mit zu thematisieren, einen Begriff von Musik. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Also sehr, sehr im Allgemeinen. Aber was Sie über Geld sagen, das finde ich auch interessant. Wahrscheinlich ist es doch in der Musik genauso wie, das kann ich dann eher beurteilen, in der Wissenschaftslandschaft generell. Also die Ökonomisierung schreitet rapide fort und färbt sozusagen jeden Satz ein, den Sie als Wissenschaftler sprechen und schreiben. Sie bestimmt irgendwann ihr ganzes Verhalten. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt der Wissenschaftsbegriff selber vollständig ökonomisiert wäre. Ja? Sondern Sie versuchen zu retten, was zu retten ist, unter den Bedingungen, manchmal kategorieren Sie und so weiter und so fort. Ich denke, das ist in der Musik auch so. Ja? Und klar reden Sie über Geld und schon von Studentenbeinen an müssen Sie versuchen auszukriegen, wo kann ich da jetzt ganz landen in dem, was ich mache. Aber meine Frage ist das schon der musikalische Diskurs? Ist das, was ist das eigentlich für ein Diskurs? Das ist eine direkte Frage, Schwierig. Ich kann das gerade nicht beantworten. Also weil ich auch nicht auf die Komponisten bin, sondern eben auch Produzenten und da ist es wiederum also, da, nachdem, was Sie präsentiert haben, also ich will Sie jetzt nicht unbedingt mitnehmen, ja? Nachdem, was Sie präsentiert haben, hatte ich den Eindruck, haben Sie natürlich ästhetische Kategorien, nach denen Sie entscheiden,
welches Sample sie benutzen, in welche Richtung sie es weiterentwickeln, ja, wie sie dazu singen und so weiter und so fort. Das wird sich dann wieder modifizieren, je nachdem, wo es passiert. Und wenn sie damit Erfolg haben, hat es auch ökonomische Folgen. Ja. Das ist ja alles klar. Aber mich würde schon interessieren, nochmal etwas mehr Musik intern sozusagen vor der Hand zu bleiben und zu überlegen, wie sind die Reden, ja, und wovon handeln sie. Also man kann sich ja vorstellen, nochmal anknüpfen an die leichte Verständigung zwischen den Vielleicht Kompeten. Kann ich da was erzählen, auch unserem gemeinsamen Seminar, weil ich das nämlich eine interessante Erfahrung fand, wie innermusikalische Reden sind, wobei ich eigentlich nochmal stark machen wollte, den historischen Aspekt, den Eleonore eingebracht hat, weil ich glaube, dass man wirklich sehen muss, dass sich da Dinge historisch stark verändern in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren. Für die Wissenschaft könnte man dazu viel sagen, aber jetzt zu deiner Frage, wie wird eigentlich über Musik dann gehen? Ich fand eigentlich am aufregendsten an den Debatten, die wir in unserem Seminar hatten, wo Musikstudenten, die Lehrer werden wollen, saßen zusammen mit Musikstudenten, die Komponisten werden wollten, mit Komponisten, die wir eingeladen hatten aus einer jungen Generation. Also die Idee war, dieses Seminars war, wir nehmen uns einfach mal den aktuellen Jahrgang der CD-Edition des Deutschen Musikrats. Dann haben wir, also das war das Vorgehen, wir nehmen diesen Jahrgang, das waren Leute, die waren so in den 70er Jahren. Also so Mitte 30. Und also das war die Mischung, und wir leider, also ein Musiktheorieunterricht, Analyseunterricht der Komponisten und eine Analyseunterricht der Historikerin. Unser Hintergrund war, dass wir gemeinsam bei Matthias Spalinger schon irgendwie in Analyse-Seminaren saßen und uns für die Unterschiede interessiert haben in den Zugriffen. Also beide sagen, sie machen Analysegruppen, aber interessieren sich für andere Sachen. Ein Unterschied ist, dass Historiker immer sagen können, ja, also das kann man jetzt so machen, der hat sich jetzt so entschieden, wer ein Komponist immer eigentlich danach fragt, wie geht's und wie begründe ich meine Entscheidung. Und was mir am stärksten aufgefallen war unter den Leuten, mit denen wir da im Seminar zu reden hatten, war, dass sich die Ebene der Begründung verschoben hatte. Ich kannte aus meiner eigenen Erfahrung in Darmstadt, in Esching, wo immer ich herumgesprungen war, dass die Grundbegründung immer sozusagen am Anfang saß und auch weltanschauliche Dimensionen hatte. Und bei diesen Leuten, die da waren, und zwar sowohl bei den Studierenden als auch zum Teil bei den eingeladenen Komponisten, gab es eine starke Sehnsucht nach Begründbarkeit, aber nicht mehr an der grundsätzlichen Stelle, sondern weiter später. Also die haben viel Aufwand damit betrieben, zu begründen, welches ist der nächste Ton. Das war aber nicht mehr verbunden mit der Frage, was ist mein grundsätzlicher Standpunkt, unbedingt. Also wenn die uns ihre Rechnungen vorgeführt haben. Das haben die auch betont. Und das war wichtig. Das heißt, da verschieben sich offensichtlich an diesen Wenn wir da heute irgendwie hinkommen, ist es einfach interessant, oder für mich als Komponist natürlich das Interessanteste, welche Kräfte wirken bei diesem Prozess auf den einzelnen Komponisten ein, welche Entscheidung grundsätzlicher Natur oder Detailnatur fällt er auch unter dem Druck, was da eben alles eine Rolle spielt. Dass natürlich das Geld eine Rolle dafür spielt, wie wird es auch oder nicht, ob das dazu führt, dass man sagt, ich baue einen neuen Computer und bin nicht mehr auf die Orchester angewiesen, was auch immer. Das ist, glaube ich, aber es muss aus dem inhaltlichen Aspekt haben. Nur in Klammern, ich bin ja überzeugt, dass das Statement von Standesmaterials bei einer Erweiterung noch gilt. Ja, darum muss man aber bedenken. Ja, natürlich. Klammer zu. Es könnte doch sein, dass das, was den Komponisten die Unterhaltung mit ihresgleichen so leicht und angenehm macht, erst einmal mit Selbstreflexion. Also als Komponist in der Arbeit steckt die Selbstreflexion, das ist ein Diskurs, den man mit sich selber abmacht. Ja. Und
Ich fand interessant, was Martha Brecht ganz am Anfang des Symposiums gesagt hat, nämlich als die Komponisten mit der Assimilierung der neuen Technologien beschäftigt waren, haben sie eigentlich keine ästhetischen Äußerungen getan. Nun könnte man erstmal sagen, also Journalismus und Pädagogik haben es mit Vermittlung zu tun. Wir müssen uns übrigens mit dem Vermittlungsbegriff auch beschäftigen in dem Zusammenhang. Und die Wissenschaft hätte sozusagen zwischen dieser Selbstreflexion der Komponisten und der Vermittlung, die Pädagogen, die Journalisten betreiben, so eine Mittelstellung. Ja? Aber sobald die Komponisten anfangen, und die Produzenten, ja, und die Performer und was auch immer noch alles, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, zum Beispiel mit ästhetischen Statements, sind sie auf der Vermittlungsschiene. Ja, da kommt man ja gar nicht runter. Also ich meine, in dem Moment, wo ich anfange, über irgendwas zu reden, dann fange ich an zu vermitteln. Da komme ich ja gar nicht weg. Also ich finde auch diesen Punkt, auf den Jörg gesetzt hat, den finde ich wirklich ziemlich wichtig, weil gerade diese Frage, an welchem Ort sitzt der Diskurs der Komponisten über ihre Arbeit und welche Funktion hat sie in ihrer Arbeit? Ist das Selbstreflexion, entwickeln, die wir ihr Werk vermitteln, die also gerade auf die wieder eingehen? Das ist offensichtlich sehr, also schon innerhalb einer Generation sehr verschieden, unterscheidet sich dann aber auch nochmal historisch. Und das scheint mir schon ein ziemlich wichtiger Punkt zu sein. Und da denke ich, wenn man das mal verstanden hat, da kann die Wissenschaft zum Beispiel das Interessantes davon lernen. Also wir betreiben im Moment gerade ein großes Forschungsprojekt über die Darmstädter Ferienkurse, wo wir uns gedacht haben, wir wollen mal sehen, wie sich die Historiografie über einen so wichtigen Diskursort ändert, wenn man die Quellensorte verschiebt. Das heißt, wir gucken nicht mehr nur in Partituren und in die publizierten Äußerungen von Komponisten, sondern unsere Hauptquellensorte sind die Tonbandmitschnitte, die überliefert sind aus den Ferienkursen. Und zwar gibt es da Mitschnitte nicht nur der Konzerte, die auch interessant sind, weil man alle Reaktionen des Publikums hört, sondern auch die Diskussionen. Und dabei lernt man genau über diese Frage eine ganze Menge und man lernt auch was über diese Frage des Diskurs und Ordnung, ganz kurz gestreift haben. Man merkt nämlich, dass zum Beispiel in der Abgrenzung ein ganz starker Ordnungsimpuls liegt und ganz oft die Begriffe, nach denen wir uns historisch dieser verordnen, wandern aus solchen Diskursen über die anwesenden Journalisten in die Zeitschriften, von da aus unmittelbar in die Historiografie zunächst, wenn man nah dran ist. Und wir sind jetzt also glücklicherweise in der Lage, das mal von außen anzugucken. Das ist ziemlich interessant. Meine allerliebste Lieblingsstelle ist die aus einem gemeinsamen Kompositionskurs von Helmut Lachenmann und Wolfgang Riem 1982, der Teil war eines Versuchs der Einigung dieser verschiedenen Strömungen, die da sich stritten, ob man jetzt komplexer oder einfacher werden soll, ob Material mit historischer Aura wieder erlaubt sein soll oder nicht. Offensichtlich haben die versucht, das irgendwie zusammenzukriegen und interessanterweise dann ausgerechnet über den Begriff des Komplexen, also in dem sie Lachenmann und Riem zusammengebracht haben. Und da ist dem Lachenmann irgendwann mal sind die Nerven durchgegangen, regte ihn das auf und dann hat er den Riem zugerufen, so sentimental wie du bin ich schon lange. Stimmt, wie wir jetzt wissen, stimmt es. Und man kann da richtig beobachten, wie sich so Instanzen bilden, die erlauben, dass der Diskurs auch weitergeht. Und die Ordnungen dienen eigentlich vor allen Dingen dazu, das zu machen. Und eigentlich sozusagen trennen sie nicht, sondern machen wieder Gespräche möglich. Und das einzuordnen und zu gucken, wie sich sowas ändert, das scheint mir, also dafür ist es gut zu haben, das scheint mir ziemlich wichtig. Und ich habe auch den Eindruck, wenn man es einmal begriffen hat, dann werden auch die Gespräche untereinander ändern. Ich würde jetzt gerne wieder so einen Querschläger reinschießen. Und zwar einmal als Pädagogin, also ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht unbedingt Musikpädagogin, ich arbeite auf zwei Medienhochschulen, an der Fachhochschule in St. Pölten und an der Hochschule Darmstadt und unterrichte da Medienstudenten. Als ich da hingekommen bin, da war ich also auch so Quereinsteiger, ich kam ja eigentlich klassisch.
klassischen Bereich studiert, habe dann Multimedia-Projekte gemacht und darüber bin ich sozusagen als der Kunstfreak da reingekommen in diese Hochschule, der den Studenten ein bisschen die Idee neue Kunst oder überhaupt das künstlerische Denken nahebringen sollte. Ich kam dort hin und hatte jetzt mit dieser Spezies Menschen zu tun, die ich überhaupt nicht kannte, was sind denn himmelswerte Medienstudenten. Und habe dann festgestellt, dass sie halt unglaublich nah in unserem Leben sind. Das sind diesen, erstens gehören die alle zu den Digital Natives, die wachsen mit ihrem Internet und mit ihren Blogs und als Consumer, oder wie das heißt, genau. Also, dass sie nicht nur konsumieren, sondern auch Performer sind, sozusagen auf dem Netz. Und denen habe ich dann neue Musik zum Teil auch vorgespielt, immer wieder, hemmungslos hinter der Krieg. Zum Teil finden die das wirklich faszinierend, zum Teil sagen die auch, was für eine Art Neurose muss man denn haben, um sowas zu schreiben. Und manche gehen inzwischen über das Kunstfeld, sind total infiziert. Nein, das ist das eine. Das ist sozusagen mein eigenes Problem, mit dem ich neue Musik vorstelle. Und eine Art, wie ich das mache, ich hatte einen Kurs gehabt über, was der war praktisch, das war so ein Freiwilligenkurs, ging es darum, wirklich neue Sachen zu hören. Und ich habe gesucht nach neuen Musik und Stimme sozusagen. Also als Themenkomplex wollte ich denen einmal ein paar Stunden davon erzählen. Ich bin dann auf Facebook gegangen und habe das auf Facebook gepostet und habe gesagt, Leute, meine Freunde hier, ich weiß, ihr seid auch alle in die Richtung, was habt ihr denn Interessantes an neue Musik und Stimme? Könnt ihr mir irgendwelche Sachen sagen, die euch am Herzen liegen? Das war sozusagen mein Diskurs, die in dem Moment über Facebook ab. Ich habe wirklich bestimmt 40, 50 Posts gekriegt mit super interessanten Sachen, die nicht also zum Beispiel die meisten Sachen würden nicht hier in dem Modernen gespielt werden. Nicht in dem Modernen, was wir jetzt seit 2, 3 Jahren haben. Und dann auch wieder als Performerin, ich bin immer an der Schnittstelle sozusagen zwischen Komponist und Publikum. Das heißt, ich bin unmittelbar in diesem Vermittlungsfeld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Programm Texte schreibe, mir ist es so unglaublich egal, ob der Komponist das eine Achte etwas früher oder etwas später gemacht hat. Oder ich versuche, weil ich weiß, wenn ich das auf das Publikum loslasse, das normale Publikum, was ich habe, und ich hatte wirklich ein normales Publikum, ich hatte nicht nur das Fachpublikum, sondern wir haben eine Theaterreihe in Hamburg zum Beispiel, wenn die das Gefühl haben, sie müssen das intellektuell begleiten in der Musik, dann machen die meisten dicht. Aber wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich ihnen vermitteln kann, dass man das einfach erleben kann und erfahren kann, sozusagen über die Sinne erfahren kann und emotional erfahren kann, dann interessiert sie, dann können die absurdesten Sachen interessieren. Von daher, was mich vor allen Dingen interessiert, ist ein musiksoziologischer Diskurs. Mich interessiert zu untersuchen, das Feld Künstler oder Künstlerinnen, die Domain, in der wir arbeiten, und das Feld im Sinne von, wer ist unsere Zuhörerschaft, wer sind die Gatekeeper, wer sind diejenigen, die dann sagen, das ist Kunst oder das ist nicht Kunst, wie beeinflusst das wieder die Domain? Und wie geht das zurück? Also wie beeinflussen die drei Dinge sich gegenseitig? Da gibt es unheimlich wenig. Und das würde ich mir wünschen als Diskurs. Ich weiß nur kurz, dass sich vielleicht kein Komponist der sich wünscht, dass das Publikum die Musik nur intellektuell versteht, sondern jeder Komponist in dem Moment, wo die Musik klingt, das ist ja alles völlig egal. Das ist nur, das ist interessant drumherum, aber ich meine, es gibt kein Komponist, der sagen würde, dieses Publikum. Ich habe es jetzt ein bisschen provokativ gesagt, aber ja, das ist, glaube ich, wirklich sozusagen ein Bild. Also manchmal ist es ein schlechtes Bild, weil wenn man ein Publikum hat, das jetzt nicht so zum Fachpublikum gehört, ich habe schon oft Konzerten auch manchmal moderiert, so ein bisschen, wo ich weiß, dass es wirklich keine neuen Musikmusik sind und so. Aber ich meine, dann fängt man an, für die ist natürlich interessant, wenn man dann erzählt, wie habe ich das Stück geschrieben, wie lange dauert das so ein Stück zu schreiben, was macht man eigentlich? Wann schreibt man, wenn ich mal erzähle, ich arbeite am liebsten zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts oder so, warum denn? Und so. Das sind so Geschichten, wo man dann an die Bühne knüpft, aber wo man nur vorbereitet, damit sie dazu. Vielleicht wird dein Leben nicht erzählen, warum. Also ich möchte widersprechen in einem einzigen
überhaupt kein normales Publikum. Es gibt auch nicht diesen, das Fachpublikum gibt es halt auch nicht, sondern das Publikum ist, oder die Leute, die im Konzert gehen oder im Theater und Musik oder überhaupt sich Kunst ins Museum gehen, die sind immer eine Mischung von allem Möglichen. Und das Publikum, was keine Erfahrung hat mit zeitgenössischer Musik, sondern geprägt ist durch Brahms Vierte und Bach oder was auch immer, also das, was Sie vielleicht als normales Publikum gemeint haben, reagiert auf die Erfahrung mit zeitgenössischer Musik genauso wie ein Publikum, was viel Erfahrung hat. Das kann ich jetzt nicht beweisen. Würde ich Ihnen auch gerne wieder sprechen. Das kann ich nicht beweisen. Ich sitze jeden Abend irgendwo, also man kann sagen, wirklich buchstäblich jeden Abend, in den letzten 30 Jahren sitze ich irgendwo im Publikum. Manchmal ist es ein großes Konzert mit 1200 Leuten, manchmal ist es eine kleine Kammermusikgeschichte. Und trotzdem ist es so, dass die Leute wie so ein Tier, also oder wie so ein Schwarm, es gibt so eine, reagieren. Wenn die Musik, ich bin jetzt aufgerufen und verkürze, wenn die Musik nichts taugt, dann schlafen die ein oder gehen oder fangen an, werden unruhig. Und wenn die Musik was taugt, wenn es irgendetwas ist, was einen, dann fokussieren sie sich. Und auch die 80-jährige Oma, die keine Erfahrung hat, die fokussiert dann auch sich mit dem Hören. Das spürt man, ich weiß nicht, irgendwelche, man sitzt mittendrin und man spürt das. Und da finde ich, fängt es wirklich an, interessant zu werden. Ich habe früher gedacht, wie einfach es doch ist, eine Interpretationskritik zu schreiben und zu sagen, warum Paulini nun Beethoven oder so spielt und der andere oder so. Weil da gibt es ja Kriterien für diese Musik. Haben wir ja gelernt, haben wir studiert, wir wissen Sonatenform und wir wissen pianistisch. Und das weiß man alles, das hat man irgendwann, das kann man abhaken. Sagen, der macht es so und der macht es gut und der macht es so und macht es nicht gut. In der zeitgenössischen Musik oder überhaupt in der Kritik, nicht Interpretation, sondern musikalischer Werkkritik, da fehlt das ja. Also, man kann dann, solange wie man sich noch auf den Materialbegriff zurückziehen kann und den sozusagen als grundsätzliches vorausschickt, dann kann man auch sagen, das ist gut, weil es auf dieses oder jenes Material wird. Oder Originalitätsbegriff. Das ist gut, weil es ist neu und war noch ein Jahr oder so. Es gibt schon noch so ein paar grobschlächtige Kriterien. Aber im Großen und Ganzen kommen wir bei der Zeit, dass Musik eigentlich, ja, da sind einem die Maßstäbe abhanden gekommen und es ist schwierig. Und trotzdem, funktioniert das, was ich eben beschrieben habe, dass man beim Hören diese Erfahrung beim Zuhören sich trotzdem entscheiden kann, dass das Publikum, egal wie vorgebildet es ist, sich entscheiden kann, gemeinsam, wie es reagiert und was es davon mitnimmt. Das ist ein sehr seltsamer metaphysischer Prozess, irgendwas Geheimnisvolles, was ich bis heute nicht weiß, wie es funktioniert. Und ich wüsste es aber sehr gerne und ich hatte gehofft, dass wir uns da an diesem Punkt ein bisschen mehr annähern könnten. Würde ich gerne gleich nochmal was dazu sagen. Sie haben mich richtig erwischt, das ist richtig, es gibt kein normales Publikum. Das Publikum hängt in vielen Dingen ab. Das Publikum hängt vom Ort ab, an dem man spielt, hängt auch von den Eintrittspreisen, die wir sonst kosten. Hängt auch, ja, das ist wichtig zu benennen, hängt auch vom Image Management, das sowohl die Künstler machen als auch die Konzertorte machen zum Beispiel. Hängt natürlich auch von der Programmierung ab. Also wir haben in so Konzertreihe in Hamburg haben wir extrem unterschiedliche Publikum gehabt, je nachdem ob der Schwerpunkt war ein Geburtstagskonzert für Rubai Dulina oder ob wir Felix Gugin, Pop-Avantgarde Künstler aus Hamburg mit einem neuen Auftrag beauftragt hatten. Und natürlich hatten wir dann das einmal auch viele Fans von Rubin und Leute, die elektroakustische oder Multimedia-Sachen mögen. Das andere Mal hatten wir eher Publikum, die kamen dann
Manchmal hat es sich aber auch gemischt. Also es hängt von wirklich vielen verschiedenen Dingen ab. Meiner Erfahrung nach hängt aber das nicht nur davon, ob ein Stück wirklich gut ist oder nicht, sondern es hängt extrem stark von dem Performer, der vorne auf der Bühne steht, ob das als gut oder spannend oder nicht spannend da wahrgenommen wird. Also ich habe Sachen gespielt, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Stück, was ich spielen musste, aufgrund von Sponsorenbedingungen, was wirklich schlecht war im Violinsolo, wo die Leute aber atemlos gelauscht haben. Einfach nur, weil ich, was soll man machen? Das Spiel war ja, also, halt gut. Ja, das Stück war nicht gut, ich war halt. Ja. aber an dem Stück lag es nicht, würde ich sagen. Und sagen Sie noch, was es war? Aber ob ein Stück wirkt oder nicht, hängt zum Beispiel auch davon ab, wo es im Programm steht. Oder hängt davon ab, was kommt vorher, was kommt nachher. Man kann sagen, die schlimmsten Konzerte und die schlechtesten Konzerte, die ich gespielt habe, waren die, wo lauter Lieblingsstücke von mir drin waren. Und ich dachte, die sind alle so toll, die möchte ich der Welt draußen mal zeigen. Aber man muss dann einfach sagen, dass dann mein Geschmack dann auch vielleicht in irgendeine bestimmte Richtung geht und dass ich die dann dreimal dasselbe gespielt habe, einmal in Blau, einmal in Grün, einmal in Lila. Und die besten Konzerte waren die, wo ich auch mal Stücke reingenommen habe, die vielleicht ein bisschen leichter waren vom Anspruch. Die haben sich dann mit was abgewechselt, dass wirklich die Leute vielleicht auch mental mehr beschäftigt haben, wo einfach verschiedene Gewichtungen waren, wo Stücke drin waren, die auch nicht unbedingt meine Lieblingsstücke waren, wo ich dachte, okay, in diesem Komplex kommt das gut. Und die haben sich dann vermittelt durch die Art der Programmierung. Von daher bin ich nach wie vor an diesem Komplex, auch an diesem psychologischen Komplex interessiert. Wenn Sie gerne wissen wollen, warum manche Stücke mehr ankommen oder nicht, ich bin im Moment in meiner Doktorarbeit darüber am Schreiben, was Charisma ist und was Charisma ausmacht. Es gibt ja viele, es gibt nicht so viele, aber es gibt einige verschiedene Theorien über Charisma, die mit theatralen Aspekten oder dramaturgischen oder mit soziologischen oder mit Persönlichkeitsaspekten zu tun haben. Und ich denke, das ist zum Beispiel auch etwas, was zusammenkommt, was auf jeden Fall ganz stark mit beeinflusst, ob jemand etwas als gut empfindet oder nicht dazu empfindet. Ich würde ja diese Vermittlungsgeschichte gerne weiter verfolgen können. Das ist natürlich auch ein Vermittlungsphänomen, sozusagen. Aber wie entscheiden Sie bei Ihrer Suche nach interessanten Sachen mit Stimme, was interessant ist? Naja, also jetzt für die Stellen war das so. Ich habe nach verschiedenen Ansätzen geguckt. Ich habe versucht, eine verschiedene Strömungen darzustellen in der neuen Musik und in der Underground-Musik und in den Zwischenbereichen, wo es auch vielleicht in Richtung Pop mit reingeht. Ich habe versucht, da einfach das Feld so groß wie möglich zu machen. Aber letzten Endes haben die Studenten, ich überlege jetzt gerade, ob das ich habe schon Dinge reingenommen, die ich persönlich, die mich jetzt angesprochen haben, die mich auf eine sinnliche Art angesprochen haben, fast nur. Ich habe auch ein paar andere, weil ich dachte, die muss man einfach mal aus systematischen Gründen ganz genau. Das heißt überhaupt nicht, dass das alles bei den Studenten, bei den Nebenstudenten gleich angekommen ist. Überhaupt nicht, aber ich habe es mir einfach mal angeguckt. Gerade da mache ich doch sehr oft die Erfahrung, dass
dass ein Konzert rauskomme. Und das Schöne ist ja, dass man vorher, ich war oft vorher, ich weiß, was eigentlich kommt, das ist eine Uraufführung. Ich komme aus einem Konzert raus und treffe draußen jemanden und denke, war der überhaupt in dem gleichen Konzert wie ich? Der sagt was völlig anderes. Ja, dann reden Sie ja mal mit Fachkollegen, das ist ja vielleicht ist das was anderes. Das sind nur Fachkollegen, aber gut, da laufen ja auch meistens Fachkollegen rum. Und das Zweite ist, was ich ganz wichtig finde, ist, ich mache das manchmal auch im, nicht aus Gemeinheit, aber gerade um es rauszufinden. Ich habe eine Veranstaltung in der ersten Hörstunde, da habe ich einfach mal Musik gehört, nicht das analysiert, sondern direkt der Reflex. Da sind so Kompositionsstellen, aber auch Instrumentalisten und so etwas. Und ich mache das auch gerne mal, dass ich dann etwas vorspiele, ohne zu sagen, von wem es ist. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, und da sind wir wieder bei diesen merkwürdigen auch Kräften, das Image. Ja, das ist natürlich die Frage, ob ich jetzt weiß, das ist ein Stück von einem ganz berühmten oder ich weiß es eben nicht oder ist es von jemandem berühmt. Das spielt doch auch auf diesen Festivals und auf die Statements, die hinterher kommen, eine Riesenrolle. Wenn ich weiß, das war ein Stück von wem auch immer, sagen wir von Wolfgang, den kennen wir beide tun, dann ist das erstmal, da hört man doch anders zu, als ob das ein Stück von den keiner kennt. Und da kann das natürlich, muss ich am Anfang überzeugen, aber gerade diese Namen, die haben eine unglaubliche Wirkung auf die Welt. Ganz sicher ist es so, dass das natürlich sehr pointiert war, was ich gerade gesagt habe. Natürlich ist es so, ich gebe Ihnen recht, man kann ein gutes Stück Musik schlecht spielen und man kann auch ein schlechtes Stück Musik sehr gut spielen. Das ist auch möglich und das darf ich ahnen. Zeitgenössischen Komponisten ohne diese Interpreten. Also vieles, bei vielen weiß man zuerst nach einer Weile, was es eigentlich ist. Oder so. Das stimmt auch, das gelten wollen schon mit, natürlich. Es ist sicherlich auch so, dass so etwas wie Aura oder Charisma eine Rolle spielt. Auch Nimbus, wenn man weiß, wie es ist und so weiter. Und natürlich ist das alles sehr viel differenzierter im Kleinen. Trotzdem würde ich daran festhalten, dass es, wenn man dieses alles abzieht, ja, so etwas gibt wie eine Sprachintelligenz im Publikum. Und die umfasst, ja, die umfasst wirklich alle Arten von Zuhörern. Ich verstehe das auch nicht, warum das so ist, aber ich kann Ihnen versichern, es ist so. Ja. Dazu kann ich vielleicht eine kleine Anekdote beitragen, weil das Sens oder sowas nie untersucht worden ist, sondern in einem alten psychologischen Versuch aus den 60er Jahren. Da hat man ausprobiert, wie reagieren Leute auf neue Stücke, auch unter der Bedingung von Vorinformation oder ohne Vorinformation. Das ist ein ziemlich mehrstufiges Verfahren gewesen. Rausgekommen ist, dass Experten stärker beeinflussbar sind durch Vorerfahrungen als Laien. Also die sind so viel nur dazu, dass es also seit den 60er Jahren einen Eindruck hat. Was mich interessiert jetzt an dieser Debatte, ist, wie sie verlaufen ist. Ich habe mich festgehakt vorhin an einer Stelle in Ihrem Statement, wo Sie gesagt haben, mich interessiert, wer das eigentlich zur Kunst erklärt oder nicht. Also wer sagt, das ist Kunst oder nicht Kunst. Hier wird die ganze Zeit überhaupt nicht darüber geredet, ist irgendwas Kunst oder nicht Kunst, was wird darüber geredet. Ist das Stück gut oder ist es nicht gut? Woran liegt es, wenn das Publikum das gut findet? Es wird eigentlich nicht explizit gesagt, wir überlegen mal, woran liegt es, dass eine Kunsterfahrung gelingt. Und das scheint mir systematisch, also symptomatisch zu sein. Ich habe den Eindruck, dass in der sogenannten Kunstmusik bei Kunst eigentlich nicht mehr verhandelt wird. Das war eigentlich auch in dem Seminar zum Beispiel auffällig. Dass wir haben am Anfang diese Frage reingeworfen, die ist aber nicht aufgerufen worden. Und das ist insgesamt so. Und mir fällt auf, dass wenn so ein Begriff wie Kunst vorkommt, dann driftet er entweder sehr schnell ab in die Frage gut oder nicht gut oder Charisma oder so, solche Dinge oder ganz mächtig im Moment in solchen Modellen wie Artistic Research. Also das heißt, geradezu in einem Weg, der gegen eine Art von intellektuellen Diskurs gestellt wird, der als defizitär angesehen wird. Aber ein echter Kunstdiskurs, muss ich jetzt kurz noch mal fragen, warum nicht Artistic Research?
ein nicht intellektueller Mixwert? Weil es auf eine Weise auf nichtsprachliche Diskursformen abhebt. Und die sozusagen, ich halte das für unbedingt, eigentlich aus dem Kunstdiskurs, vor allen Dingen aus der Sicht der Geisteswissenschaftler. Also ich bin nicht Künstler, ich bin Geisteswissenschaftler. Und ich stelle fest, dass, dass da eine große Sehnsucht ist nach ja, nach dem anderen des künstlerischen Tuns, ohne dass aber das dazu führen würde, dass wir darüber reden, gibt es überhaupt auch Kunst, gibt es dieses Konzept? Und was von diesem Konzept ist eigentlich übrig? In den Geisteswissenschaften ist der Kontext dazu die kulturwissenschaftliche Begeisterung, die Kunst erstmal ganz stark relativiert, also erstmal für fast erledigt. Kann man auch schon so sagen, wenn man sich das mit dem Sport ist. Und dann kommt von der Seite Artistic Research, rein, führt aber nicht dazu, dass man überlegt, was an diesem Konzept von Kunst ist für uns eigentlich überhaupt. Das wird nicht besprochen. Und das halte ich für ein Symptom dieser Zeit. Ich könnte darüber auch noch sagen, dass ich das historisch mir vorstelle, dass wir da hingekommen sind. Das will ich jetzt vielleicht noch nicht machen, weil es dann dauert. Aber ich finde es etwas aufregend, was passiert auch hier in dieser Runde. Das passt relativ gut. Zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Seit Sie mir vorhin die Frage gestellt haben und ich Sie nicht beantwortet habe, habe ich gefragt, warum es nicht. Ja? Ich habe natürlich auch zugehört, aber mir hat dieses Gefühl dieser Ohnmacht irgendwie nicht losgelassen und dann draufgekommen. Im Prinzip, die Gruppierung, in der ich mich jetzt momentan bewege, ja? Also, das heißt, die produzierenden Personen, mit denen ich mich über das Internet austausche, ja? Da ist die Art der Unterhaltung komplett andere. Ja? Man redet über das Rätsel, man redet direkt über die Musik im Prinzip, ja? Und also die Ausführung der Musik. Und das ist auch ein Unterschied zu dem, was ich auf der Universität während meiner 2 Jahre dort eben als Studierende Person, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren, dass je länger man eben sich dort als Studierende Person aufhält, desto mehr schlägt man auf den Kopf. Ja? Und ich bin umgestiegen eben auf, und das ist umgestiegen, also ich habe einen weiteren Zweig meiner Schaffensmöglichkeiten ausgeweitet und bin zu produzieren gegangen, weil dort meine Umsetzung viel unmittelbarer passieren kann. Ja? Das heißt, ich kann alles alleine erleben, dadurch, dass ich die technische Kenntnis habe, alles umzusetzen. Das heißt, ich kann eine Produktion von 0 bis 100 bis zur Fertigstellung bringen, ohne dass ich mit jemand anderem nicht nur fragen müsste, aber etwas erklären müsste. Ja? Im Prinzip gibt es dazu jetzt keinen Schlusspunkt, aber das ist eben das, was mir jetzt auch mal in die Diskussion. Also auch Komponisten der Vergangenheit waren ja nicht gezwungen, Rechenschaft abzulegen, was man so getan hat. Manchmal habe ich es ganz gerne getan. Und was heute daran interessant sein kann, ist natürlich, welche Art von Konzeptreflexion in diesem Ihrem Tun selber steckt. Ja. Und das steckt in Ihrem unmittelbaren Zugriff natürlich auch. Und Sie sind nicht gezwungen, uns jetzt an die Wissenschaft abzulehnen. Ne? Aber ich denke mir, verdammt nochmal, dass ich selber gebe. Das ist der Diskurs, der natürlich dann unter Umständen nach außen verlagert werden kann, ja, und über den sich dann andere beugen können oder den sie antworten können. Und untereinander nämlich an den Tauschen sich. Ja, da ist der Austausch auch, also in dieser Gruppierung der produzierenden Personen, das geht über nationale Grenzen hinaus eben, der funktioniert so einfach. Ja, also da gibt es keine Verständigungsschwierigkeiten. Ja, also man unterhält sich darüber, man unterhält sich primär um die Umsetzung und über das Empfinden des Zuhörers. Ja? Und das ist tatsächlichen, weil man ja auch in der Öffentlichkeit mit seinen eigenen Produktionen, allerdings auch des Zuhörers, der auf der anderen Seite der Welt sitzt und selbst produziert. Seine eigenen Erkenntnisse dann in einer Rückmeldung über, ja, das kannst du noch anders machen, oder probier mal das aus, weil ich weiß, du kennst dich auch aus,
Ja, das würde ja anfangen, so in diesem Austausch unter den traditionellen Komponisten. Ja. Muss man auf Wörter antworten, weil ich kann nicht ganz von obwohl das jetzt natürlich ausgeschlossen ist, das jetzt zu lösen. Das heißt, man müsste jetzt wirklich in eine Diskussion über Handlungswissen und wissenschaftliches Wissen einsteigen. Und, das geht mir jetzt nicht, das geht gar nicht. Aber wir können das auch runterbringen, auf, wirklich auf die ganz einfache Frage. Also, ich würde es ja gar nicht gegen einen ausspielen, mir fällt nur auf, was es jetzt einfach passiert. Ja. Ja, aber ich würde auch gerne mitmachen. Nur einfach in dem Zusammenhang nochmal wichtig. Das ist etwas, was im Diskurs war oder was Komponisten natürlich ganz stark beschäftigt. Weil man diese auch unglaublich große Tradition an Kriegen über Musik hat. Gerade in der neuen Musik. Das wurde am Anfang auch angeklungen und natürlich ist das so, dass das auch oft gefunden wird. Da wird über viel zu viel geredet und so. Das sage ich natürlich überhaupt nicht. Aber es stellt sich. Aktuell ist die Debatte stellt sich halt, wie verhält sich das mit den verschiedenen Arten des Wissens zueinander und das eine Form des, einfach nur auf dem Weg intellektuell, es gibt natürlich eine Form von intellektueller Reaktion, die ist, das ist ja das Spannende daran, also man kann das ja auch nicht selber auf mich sagen, aber die ist tatsächlich körperlich, ja, die ist wirklich körperlich und das ist in dem Moment, deswegen ist es auch egal, ob man das, klang ja jemand an, ob man jetzt sagt, das ist jemand, der kann sich das nicht nur klingend vorstellen, oder es ist, man baut sich jetzt seine Instrumente, dass man sagt, man hört das auf, das war einfach beschlossen, oder man arbeitet am Computer und hat direkt das Ergebnis produziert, oder das ist eigentlich völlig egal. Man muss nur natürlich diejenigen, die Partituren schreiben und nicht sinnlich darauf reagieren können, weil sie nicht in der Lage sind, sich den Klang vorzustellen, dann ist es nicht gegeben. Es gibt manchmal bei den traditionellen Komponisten, das ist mir sehr deutlich geworden, auch hier in der Diskussion, gibt es natürlich dieses Verzögerung. Das ist immer so. Und das wäre auch falsch, das zu sagen, dass man eine Partitur geschrieben hat, dass der Augenblick in dem Moment, wo es zum ersten Mal erklingt und wo man es hört, ist man sowas von nervös und muss auch mal gucken, wie funktioniert das jetzt alles und wird auch zum Glück manchmal überrascht. Und ich weiß auch, dass es oft schon. Eben sind dann Meinungen umgeschlagen, ob das jetzt in Zürich zum Beispiel war. Also wir haben einen Preis in der Hochschule, den Hans-Eisler-Preis, da ist es Bestandteil, dass die Stücke gespielt werden und dann entscheiden. Obwohl alle vorher die Partituren gelesen haben. Es gibt und dass sich auch keiner zu schade hat, zu sagen, ich habe mich gelesen, der Partitur getäuscht, jetzt habe ich das gehört und das ist was anderes. Oder es gab ein Stück mal der Spanier noch, als ich studiert habe, gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn, den du da machst? Nicht so blöd, das freut mich natürlich, das noch nicht mehr. Also, aber ich meine, dieses Moment, das ist ja beim Komponieren gar nicht wichtig, dass man, während man Strategien entwirft, wie man Töne findet, das ist, ich habe auch viel mit Computer gearbeitet, da ist das schön, weil man natürlich sofort ein Feedback kriegt und kann ein bisschen rumschrauben, kriegt was anderes, und wenn man die Partitur macht, dann ist man eben ein bisschen anders geartet, aber auch da kommt man eben an den Punkt, wo man sagt, das geht jetzt hier nicht weiter. Dann fange ich an rumzulaufen. Dann muss ich allein sein, dann sollten alle aus dem Weg gehen. Und dann fange ich an in der Wohnung rumzulaufen und dann gehe ich raus, nachspazieren. Also das ist wirklich irgendwann körperlich. Das macht man alle zusammen. Das ist der Einzige. Aber ich meine, das ist diese Form. Das ist der Diskurs sozusagen, der jetzt dann einsetzt. Ja, was ist das für eine Form von sinnlicher Intelligenz gegenüber immer? Also auch wenn ich die alten. Kamel würde ich dann sagen, die Formlehre mit den Studenten analysiere und das muss ich. Man kommt ja immer wieder dahin, dass man bei Beethoven einen Punkt hat, wo man denkt, wie ist denn in dem Moment, wo er darauf gekommen, was hat ihn geritten, was hat er da gemacht, dass er jetzt plötzlich alles umschmeißt. So, und dann kommt was da raus. Und das ist was, was man Komponisten ein bisschen arbeitet. Ich glaube, jeder, der irgendwas produziert hat, ja, das ist eben auch während des Produktionsprozesses. Ja. Also, es sieht auch, dass ich rausgehe und in den Kopf laufe. Das ist aber interessant, zu reden. Ich möchte nochmal auf dieses Artistic Research. Das müssen Sie aber da an der Hochschule wissen. Ja, ich möchte nochmal darauf eingehen. Ich mache mein Research in einem
Augenblick an, wo Bauer ein Stück in Auftrag gibt, über die Zusammenarbeit mit einem Komponisten, über die Zusammenarbeit mit den Kontaktveranstaltern, über den Jugendprozess, über den Kontaktprozess, bis hin zum Kontaktprozess, was passiert auf der Bühne. Ich, weil Sie sagen, das ist unwissenschaftlich. Das habe ich nicht gesagt. Also habe ich zumindest verstanden. Das wollte ich hier auf jeden Fall nochmal klarstellen. Die Arbeit, die ich dazu schreibe, die muss natürlich auf wissenschaftlichen Theorien basiert sein und muss dann entsprechend unterstützt. Bei mir ist es einfach so, ich finde die Musikwissenschaften zu dem Thema viel zu wenig. Und das wird jetzt wirklich nur marginal irgendwie bearbeitet. Ich muss in die Soziologie gehen, ich muss in die Psychologie gehen, ich muss in die Kreativitätstheorie gehen, ich muss in die Theaterwissenschaften gehen. Und in der Arbeit, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, das ist keine künstlerische Arbeit. Nur die Quelle ist sozusagen, die Anfangsquelle ist meine künstlerische Arbeit mit verschiedenen Komponisten in verschiedenen Konzertorten und über Jahre hinweg. Ja, das ist eine empirische Arbeit. Also ich will das gerne sagen, was Sie machen. Das klingt aber nach normaler Wissenschaft. Das ist eine ganz normale Erfahrung. Ständig gucken wir irgendwo hin und denken, Mist, dazu gibt es nichts. Und dann denken wir auch, fein, dann gibt es nichts. Was mich daran interessiert, das möchte ich jetzt noch mal sagen, ist eigentlich, dass ich bei meinem eigenen geisteswissenschaftlichen Kollegen, nicht nur bei den Musikwissenschaftlichen, da eigentlich sogar fast am wenigsten, weil die da gar nicht so stark informiert sind, merke, dass das ein Weg ist, der sozusagen ein Sehnsuchtsweg ist, nicht bei den Künstlern, die sich dann wissenschaftlich betätigen, sondern bei den Wissenschaftlern, die sich dann künstlerisch betätigen, plötzlich, da manchmal muss man das tun, um was rauszukriegen. Also wenn ich über Performancekunst der 60er Jahre arbeite und ich versuche nicht mal, diese Stücke aufzufüllen, dann kann ich das eigentlich gar nicht machen. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, ist meine Sehnsucht, diese Aufführung dann als Teil meines Ergebnisses zu veröffentlichen, will ich eigentlich dahin? Oder mache ich was anderes und will eigentlich auf Kunstgewalte raus? Und mir fehlt bei meinen eigenen Leuten nicht eingeschlossen. Ich habe den Eindruck, wir müssen uns da stärker engagieren. Ne? Und deshalb nicht auskneifen und dann sagen, jetzt machen wir auch mal mit Ergebnis und bleiben da stehen. Die Gefahr sind es. Und ich sehe viele leuchtende Augen, die dann sagen, jetzt kann ich endlich mal kuratieren als Teil der anderen. Ich glaube, das ist alles gut, das sollen wir auch alles machen. Die Frage ist nur, können wir noch unterscheiden, was wir tun und wissen wir, wann wir wo sind. Okay. Ich muss jetzt die Kurve kriegen. Aber ich will unbedingt noch sagen, was mich an der Vermittlungsgeschichte interessiert hätte. Sowohl Performer als auch Journalisten, als auch Pädagogen, als auch in gewissem Sinne Wissenschaftler, was ist das eigentlich, was sie vermitteln? Ja. Und das Eigentümliche, zweitens an diesem Vermittlungsbegriff, ist doch, dass das nicht nur in eine Richtung geht. Ja, von diesem, was auch immer da vermittelt wird, hin zu einem gedachten Leser, Hörer, was auch immer, sondern dass natürlich die Journalisten, die Performer auch Absichten verfolgen, ja? Sich auch was erwarten von dem, was sie vermitteln, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte davon richten und so weiter. Also sie richten sich natürlich das zu vermitteln dann auch zu, in gewissem Sinne schaffen sie es sogar. Und diese Doppelseitigkeit hat dann natürlich viele, viele Konsequenzen für die Diskurse, die da laufen, zuschriftlichen Instanzen. So, die Tradition würde es ja eigentlich gebieten, dass man eine solche Diskussion öffnet, aber die Zeit wiederum verbietet dies. Und uns allen ist, glaube ich, klar, wir haben allenfalls ein Segment der Thematik jetzt traktiert, wie immer ohne Resultat. Aber ich bin stark hoffen, dass die eine oder andere Anregung geblieben ist. Ich danke fürs Zuhören, ich danke Ihnen allen für die betroffene Diskussion und wünsche einen schönen Kaffee.